Lasst mich raten. Das ist eure endgültige Antwort? Drei Magier sind nach Ferelden geflohen. Und ihr habt sie unter euren Schutz gestellt, als wäre es euer Recht, so zu handeln. Habt ihr da wirklich mit einer anderen Antwort gerechnet, Euer Majestät? Ein Vielleicht wäre ganz nett gewesen. Mit Vielleicht kann ich nichts anfangen. Für mich zählen nur nackte, harte Fakten. Und das solltet ihr auch so sehen. Aber vielleicht nimmt ja der nächste König, den sich Ferelden erwählt, seine Pflicht gegenüber dem Erbauer ernst. Nun ja, das war unangenehm. Das ist einfach Merediths Vorstellung von Kirkwalls Gastfreundschaft. Tatsächlich? Und was versteht Kirkwall unter Grausamkeit? Dass einem die Haut vom Gesicht gerissen wird? Das ist der Champion von Kirkwall. Aber natürlich. Ich bin Alistair, der König Ferelden. Und dies hier ist Tegan, mein Onkel. Irgendwie. Ich bin tatsächlich Tegan. Das irgendwie bezieht sich nur auf den Onkel. Entschuldigt, aber wart ihr nicht früher mal ein grauer Wächter? Den Gerüchten zufolge ja. Moment mal, wart ihr nicht? Den Gerüchten zufolge ja. Ich schätze, so etwas spricht sich wohl herum. Ich hatte gehofft, wir könnten uns unterhalten. Es wäre natürlich besser gewesen, wir hätten es getan, bevor mich Meredith entmannt hat. Aber zum Glück bin ich nicht wählerisch. Es überrascht mich, dass ihr überhaupt wisst, wer ich bin. Ich weiß, dass ihr aus Lothering hierher gekommen seid. Ein Flüchtling aus Ferelden, der trotz aller Schwierigkeiten etwas aus sich gemacht hat. Ich muss zugeben, dass ich gehofft hatte, euer Einfluss in Kirkwall könnte mir nützlich sein. Es gibt einige Schwierigkeiten mit Orlais. Aber solange es hier keinen Vicomte gibt, bleiben mir nur die Verhandlungen mit der Kommandantin. Dann wird es also zu einem Krieg kommen? Ich hoffe nicht. Dann seid ihr deutlich optimistischer als ich. Kaiserin Selene gibt ihr Bestes. Aber Orlais ist momentan nicht unbedingt besonders stabil. Was geht in Orlais vor sich? Ach, das Übliche. Mordversuche, Aufstände und protzige Feiern mit stinkendem Käse. Und offenbar denken einige Orlaisianer, dass es doch großartig wäre, ihre verlorene Provinz zurückzuerobern. Aber wir werden doch wohl kaum zulassen, dass sie uns überfallen, oder? Wie war das noch? Ja, Überfall. Ganz schlecht. Denkt ihr wirklich, ich könnte etwas tun? Es könnte bedauerlicherweise bereits zu spät sein. Meredith hat früher von meiner Ankunft erfahren, als ich gehofft hatte. Was ihr allerdings tun könnt, ist, Kirkwall zu beschützen. Die Stadt wird jemanden wie euch brauchen, um zu verhindern, dass sie auseinanderbricht. Vor was genau soll ich Kirkwall beschützen? Wenn ihr mich fragt, ist die größte Gefahr für die Stadt gerade eben durch diese Tür marschiert. Aber vielleicht spricht da auch nur der ehemalige Templer aus mir. Nun ja, ich schätze, wir sollten uns langsam wieder auf den Rückweg machen. Ja, das sollten wir. Der Held von Ferelden müsste inzwischen wieder in Denerim sein. Seid doch nicht immer so förmlich. Er hat auch einen Namen, wisst ihr?